Eine Schotterpiste. Patschi ist ausgestiegen, das machen wir jetzt mit Schiebehilfe. Da kannst du jetzt nicht Patschi. Da ist in der Mitte schön freigefahren. Da greift es gut. Ich bin ja 100 Kilo weniger, wenn wir beide absteigen. Das gibt es halt bei den Flüssen oft, so Schotterpisten. Da wäre jetzt sogar eine schöne Bank. Und jetzt im Moment kommt die Sonne raus. Ups. Also das ging jetzt hell los. Eigentlich ein schönes Fleckerl. So wie es ausschaut, wenn wir da am Damm entlang fahren, haben wir Schatten, keinen mehr. Also bleiben wir hier zum Frühstücken. Ein bisschen beengt ist es, aber das macht nichts. Ein bisschen Schatten, das ist wichtiger. Patschi weiß nicht so recht, was er will. Jetzt ist er ausgestiegen. Ich habe unterwegs einen Penny gesehen, habe mir wieder eine Breze und eine Semmel geholt und diesmal auch ein Brot, weil jeden Tag Semmel und Breze, das muss ja nicht sein. Wasser für den zweiten Kaffee ist schon in der kleinen Thermoskanne, die bewährt sich super. Und mit dem Rest Spiritus dann nochmal ein warmes Wasser machen. Und schon ist er aus. So kommt hier ein Auto. Da fahren wir jetzt weiter. Das ist der Donauradweg. Ach, da haben wir ihn auch direkt bei der Donau. Ach, auch ein Hundi dabei. Schöne Begegnung. Ach.
bei Landshut Geisterhausen. Und da geht's weiter. Jetzt kannst du mal bitte. Ach, schön. Ach, super. Richtig schwimmen, ja. Noch eine Runde. Oh, voll toll. Jetzt darf ich wieder einsteigen. Kommst du, Natter? Ich halte von innen den Wohnwagen immer ein bisschen gegen, damit das Rad nicht umfällt. So schön links der Bach, oder hätte der Katja noch mal ran können? Ich glaube, das wollte er gar nicht. Da muss man jetzt mal gucken. Links oder geradeaus? Weil das Navi schickt mich zurück, aber auf der Karte habe ich gesehen, auf AutoActive, dass es hier weitergeht. Bin ich schon vorbeigefahren, lese ich noch Trinkwasserbrunnen. Das muss ich angucken, nachdem die erste Flasche schon fast wieder leer ist. Gut, wo ist er? Ist er das? Okay, wo ist er? Wo muss er das sein? Ach, und da ist ein Knopf, ja, da steht ja Trinkwasser. Wenn man jetzt da drückt, kommt nichts. Okay, dann war es nichts. Ein Satz mit X war nichts. Bin immer wieder überrascht, wie schnell man Höhe gewinnt. Da scheint es wieder runter zu gehen. Kurzes, steiles Stück bei, wie hieß es, Riedenheim rauf, da wo der Trinkwasserbrunnen war, der nicht geht. Und jetzt kilometerweit runter und mit Gegenwind brauche ich nicht einmal bremsen. Wir sind in Markt Rennertshofen und da geht irgendwo das Urdonautal weg. So schön der Alpcharakter mit Wacholder dazwischen und die Felsen. Und da beim Kirchlein schlängelt sich dann das Tal durch, das Urdonautal. Da oben am Berg sind Höhlen. Und da schätze ich, sind es die Mauerner Höhlen. Oder da vorne beim Felsen. Lassen wir uns überraschen. Schöner Parkplatz, weil wir gehen jetzt zu den Mauerner Höhlen da raus. Da geht's hin.
Katschi, der hat andere Interessen. Ich hoffe, dass in den Höhlen schön kühl ist. Komm, wir müssen die Treppe noch auf. Diese Treppe noch. Nimmst du das schwere Asti mit? Weinberghöhlen. Schön. Komm, und jetzt gehen wir die Treppen rauf. Komm, kannst du gehen. Ja, wir gehen dann auf. Los, weiter. Tja. Auf jeden Fall ist ein deutlicher Temperaturunterschied. Früher kommt man da wahrscheinlich überall durch. Da ging es weiter da hinten. Ist ja eh ein Gitter dran. Ein bisschen weiter reingehen zu können, wäre schon schön wegen der Erfrischung. Schön wartet unser Boni im Schatten auf uns. Ja, das kann man schon riskieren. Komm mal kurz weggehen. Schaut aus wie ein Burgturm auf dem Felsen da vorne. Die Burgruine Hütting. Und da um diesen Bergrücken geht es jetzt dann rum. Jetzt ist so Nordosten und dann geht es Nordwesten weiter. Das ist dann schön, dann habe ich die Sonne im Rücken. Jetzt brennt sie so von der Seite noch. Wir haben die früher da eine Burg raufgestellt. Wahnsinn, vielleicht gibt es noch irgendwo ein Hinweisschild. Info. Jetzt geht es bestimmt da vorne links rüber. Da eine schöne Sitzgruppe. Oh, da steigen wir kurz aus. Es ist eh schon, ich glaube 10 nach 1 habe ich gesehen. Ich glaube das Handy, das ist gerade beim Laden. Zehn nach 1, ja. So schaue ich mir jetzt die zwei Prospekte an, vom Urdam, Donautal und von den Mauern nach Höhlen. Habt ihr das, was ich noch gar nicht gesehen? Wieder. Geht
nicht schwimmen? Glaub's ja nicht. Du gehst nicht schwimmen? Bist du tief oder wie? Du kannst reingehen, ne? Du kannst schwimmen gehen. So tolle Wasser, Mann, Mann. Geh doch schwimmen. Komm, eine Runde schwimmen, los. Ja, komm. Ja, was, das glaubst du ja nicht. Das glaubst du ja nicht, wenn das alles war. Ein altes Bauernhaus und ein Kaisermantel fliegt vorbei. Schaut nicht unbedingt mehr bewohnt aus. Wind tut so gut. Ja, sogar ein See. Gigantisch das Urdonautal. Und der Weg größtenteils im Schatten noch. Aber da unten schaut es aus. Jetzt kommen wir wieder in die Sonne. Halt mal auch aus. Wir sind in Markt Wellheim. Was für eine schöne Burgruine. Wir sind an der Schutterquelle und da gehen wir beide rein. Mit Schuhe. Oh, ist das schön. Oh, da ist auch wieder eine Wohltat. Die Schutterquelle. Muss irgendwie so ein Quelltopf sein. Oh, tut das gut. Herr Patschi. Echt gut. Da gibt es einen Ort, der heißt Kohnstein, Markt Weilheim, Kreis Eichstätt. Nicht Kronstein, sondern Kohnstein. Hier hat jemand gesagt, das ist eine alte Bahntrasse, da durch das Urdonautal. Und das kennt man immer, ja, die sind recht schmal, weit weg von der, oder weg von der Straße. Schön eben, super zum Fahren, diese umfunktionierten Bahnstrecken. Vorne eine Schikane. Na, ich glaube, man könnte auch rechts vorbei, wenn die Bügel zu eng stehen. Was? Drei Bügel? Na, gucken wir mal. Ach, das ist auf der anderen Seite, wo es weitergeht. Schaut machbar aus. Eng, aber machbar. Ach, leicht machbar. Die sind ja 3 Meter auseinander, die Dinger. Mal schauen, wie es drüben ist. Schön, diese alte Bahntrasse. Immer wieder begeistert. Ja, da ist es genauso. Da kommen wir auch gut hin. Ich mag jetzt nicht die GoPro aufstellen da in der Sonne. Wir sind durch. Gut.
wieder auf dem schönen Weg. Jetzt kommt die Sonne dann mal von hinten ein bisschen. Ringsrum hat man die Sonne so im Verlauf des Tages. Jetzt eine schöne, sanfte, lange Abfahrt nach Dollenstein runter. Tut so gut, da meckere ich mal nicht über den Gegenwind. Mich faszinieren die Felsen immer, wie es da vorne weiß leuchten. Knappe 2 Kilometer vor Dollenstein noch ein schönes Schattenstück. Das tut gut. Brennt schon wieder runter, die ordentliche Sonne. Den ganzen Weg, Bänke und dann so ein überdachter Sitzplatz mit Tisch vorhin. Wir fahren nach Dollenstein rein. Das ist jetzt schon Kreis Eichstätt. So, nach einer ganz netten Begegnung wieder mit 2 Radreisenden sind wir jetzt bei der Altmühl. So, und da geht dann der Altmühlradweg lang. Da sind wir bei der Burg Dollenstein, stand da gerade. Da wird viel gepaddelt auf der Altmühl. Da kommt der nächste Paddler hinten vor. So, und jetzt fahre ich da wieder so nichts ahnend und kommt mir der Volker entgegen und sagt, dich kenne ich von YouTube. Hallo zusammen, ich bin's. Der Volker vom Kanal Freizeit Spaß mit mir. Ich bin da oben um die Ecke gekommen, ich habe da den Wohnwagen gesehen, ich habe gleich gedacht, den kenne ich. Und da treffe ich die Susi. Das ist schön, das freut mich. Das sind so nette Zufälle, ne? Die netten Begegnungen am Weg. Ja. Gell? Da ist man gleich, fühlt sich gleich verbunden. Ja. Ja, aber auf dem schönen Radweg, das ist eigentlich, das ist ein Traum. Ist die Häufigkeit oder die, ja, okay, die Möglichkeit groß, dass du eintriffst. Ja. Aber wie es jetzt war, bin ich da bei der Schutterquelle, habe ich Pause gemacht mit dem Patschi nochmal und da sitzt eine Frau mit dem Hund und sagt, sie habe ich in Neuburg gesehen. Also wirklich. Ja. Die Welt ist so klein. Die Welt ist klein. Ja. Ja. Klasse. Ja. Jetzt schalte ich euch wieder weg. So, nach der Begegnung mit Volker geht es jetzt so richtig schön immer im Schatten entlang. Ein bisschen bergauf und ein bisschen bergab. Da geht es jetzt runter. Wir sind kurz vor der Hammermühle. Sind wir gerade durch Hammermühle durch. Das ist ein Zeltplatz mit viel Betrieb. Ja, und da haben ja die zwei, die mir vorher begegnet sind, vor Dollenstein, haben uns gemeint, ja, Hammermühle, da sehen wir uns wieder. Aber ich meine, ich sag da, mal sehen. Und dann ist mir ja der Volker begegnet und da ist schnell eine halbe Stunde geratscht. Es ist nur nicht festlegen. Fünf Kilometer bis Sonthofen, sagt es noch. Eine nette Begegnung nach der anderen. Ob das jetzt die 12 Apostel sind?
das erste Bad in der Altmühl. Sie ist so flach. Überall Wassermangel. Wir sind in Solnhofen. Da kann man Versteinerungen kaufen. Es gibt ein WC, muss ich aber jetzt nicht. Ein Museum. Es ist 10 vor 6. Ein Platz für die Nacht zu finden, gestaltete sich etwas schwieriger. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen und bin dahin, aber bin dann ohne Fragen wieder weitergefahren, weil es mir da gar nicht gefallen hat. Dann war ich auf einmal in einer Siedlung. Da haben wir gedacht, mein Gott, was machst du in der Siedlung? Und bin umgedreht und da hat mich aber ein alter Mann gesehen, kam eben aus dem Haus raus und wollte den Wohnwagen anschauen. Und dann haben wir uns nett unterhalten und haben gedacht, ach, jetzt frage ich einfach, ob ich stehen bleiben darf bei ihm. Und ich durfte bleiben, direkt neben Steckdose und Wasserhahn. Besser geht's gar nicht. Und als ich ihm dann zum Dank den irischen Reisesegen gespielt habe, da wurde redseliger und hat mir von seiner kranken Frau erzählt, auch mit Demenz. Und ja, ich habe ihn gefragt, ob sie sich freundet, ob ich ihr auch was singen soll. Und dann habe ich ihr, weil ich ja weiß, Menschen mit Demenz, die mögen lustige Lieder, dann habe ich ihr die zwei kleinen Wölfe gesungen. Und es war so schön, die Freude auf dem Gesicht dieser alten Frau zu sehen. Ja, so, das berührt mich und das macht mir dann viel Freude, so ein bisschen was zurückgeben zu können. In der Nacht war ein Gewitter, aber wir haben gut geschlafen. Und so ging der schöne Tag zu Ende.